Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mitbekommen, besonders wer Marcel aka Scorpion Plays auf YouTube verfolgt. Dort wurde nämlich am 15. April ein Video mit folgendem Clip, den ich euch jetzt kurz einblende, hochgeladen. Ja, ich habe, bevor das Video losgeht, eine sehr wichtige Ankündigung. Ich möchte, dass ihr bitte alle zuhört, weil das eine sehr, sehr, sehr wichtige Ankündigung von mir ist. Ihr wisst ja, ich habe die Firma TryHard Plus. Wir machen einen Gaming Booster, einen sehr guten Gaming Booster. Aber wir haben uns entschieden, die Firma umzustrukturieren. Wir werden etwas Neues aus dieser Firma machen. Aber wir haben noch um die 1500 Dosen im Lager. Und weil wir die auf keinen Fall wegschmeißen wollen, weil das Produkt wirklich sehr, sehr gut ist, habe ich eine ultra krasse Aktion für euch. Wir wollen einfach was anderes aus der Firma machen und dementsprechend wollen wir auf keinen Fall Lebensmittel verschwenden. Wir wollen das ganze Zeug nicht wegschmeißen quasi. Und deswegen, wie gesagt, ultra günstig. Ich bin jetzt mal auf der Seite hier nebenbei. Ja, daraufhin habe ich dann halt einige Instagram-Direktnachrichten bekommen mit Fragen wie, ja, was macht TryHard Plus da? Warum dieser Schlussverkauf oder ist es überhaupt ein Schlussverkauf? Was wird jetzt aus TryHard Plus? Machen sie den Gaming Booster weiter oder nicht? Treten sie da jetzt sozusagen zurück, obwohl sie ja die besten waren bezüglich Inhaltsstoffe, Wirkung etc. Da möchte ich jetzt erstmal auf zwei Aussagen eingehen von Marcel. Und zwar einmal hat er ja gesagt, wir werden die Firma umstrukturieren und das beantwortet ja schon eine der Fragen, denn man hört ja schon raus, eigentlich TryHard Plus plant jetzt nicht wirklich sich aufzulösen oder zu verschwinden, sondern möchte einfach eher in eine andere Richtung gehen. Und dann hat er ja noch gesagt, wir haben 1500 Dosen, wollen diese nicht wegschmeißen, keine Lebensmittelverschwendung, dies, das. Hört sich jetzt so an, also sie wollen alle, wirklich alle Produkte loswerden, möchten dann sozusagen einen Neustart machen, einen Neuanfang. Und ob das jetzt mit einem neuen Gaming Booster sein wird oder mit einem komplett neuen Produkt, das steht noch im Dunkeln, das haben sie ja nicht so gesagt. Auf jeden Fall ist das so ein Grund für diesen Schlussverkauf. Ja, den Satz mit dem, ja, wegschmeißen und Lebensmittelverschwendung ist vielleicht etwas übertrieben. Die Dosen würden sich ja auf jeden Fall verkaufen, aber wahrscheinlich halt ist für diese geplante Umstrukturierung etwas Kapital notwendig. Ihr dürft ja nicht vergessen, je besser das Preis-Leistungs Verhältnis ist bei einem Gaming Booster und bei TryHard Plus ist es halt einfach top und da kann sich der Kunde zwar nicht beschweren, aber das Unternehmen hat dadurch ja weniger reinen Gewinn, sage ich mal. Und diesen Gewinn benötigt ja ein Unternehmen, um weiter zu wachsen, um in neue Produkte zu investieren etc. Und deswegen ist diese Aktion halt sehr wichtig auch für TryHard Plus, dass sie da dann eventuell auch halt was komplett Neues machen können. So wie es sich anhört, wird es neue Produkte geben, aber wohl keine Gaming Booster. So hört sich das für mich zumindest an. Was ich hier jetzt auch sage, sind ja nur Spekulationen. Das möchte ich nochmal betonen, ist jetzt nichts gesichert irgendwie von Seiten Marcel oder TryHard Plus direkt. Und wie ist jetzt meine Meinung zu dem Ganzen? Klar ist so eine Verkaufsaktion für den Kunden cool, aber wenn das mit der Intention ist, das bestehende Produkt sozusagen abzuschaffen, dann finde ich das natürlich nicht gut. Vor allem, weil ich ja ein wirklicher Fan von dem Gaming Booster bin, von TryHard Plus und sie meiner Meinung nach einfach den allerbesten machen. Ich habe ja auch vor circa 2 Wochen den TryHard Plus Scorpion und Slurberry reviewed und dort hatte ich da auch nochmal betont, was ich halt auch alles nice finde. Einfach die Wirkung, die Inhaltsstoffe, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach alles top. Also was ich dann auch noch gefragt wurde, ja, wie wirkt sich das jetzt auf andere Booster auf oder auf meine Videos, sage ich mal. Und also sollte der Gaming Booster wirklich jetzt nicht mehr produziert werden, dann lasse ich ihn aber trotzdem in der Rangliste drin und werde ihn weiterhin ja mit den neuen Gaming Boostern vergleichen, denn TryHard Plus hatte halt einfach einen Maßstab gesetzt und die neuen Produkte, die dazukommen, müssen sich da auch mit messen, finde ich. Auch wenn der jetzt dann nicht mehr verkäuflich wäre. Und der beste käuflich erwerbliche Gaming Booster wäre dann der Sec Plus Cola Cracker. Vielleicht werde ich dann nochmal den Gingerade testen, wie dieser schmeckt, aber mal schauen, weiß jetzt noch nicht. Ich hoffe aber, dass TryHard Plus wenigstens die Scorpion Edition wirklich weiter herstellt, weil es einfach der allerbeste Gaming Booster überhaupt ist. Vor allem jetzt mit der neuen Rezeptur, mit den Guarana, einfach fast perfekt. Leider habe ich das auch nicht zu entscheiden, sondern das Unternehmen an sich. Ich finde es halt einfach nur sehr komisch, dass sowas plötzlich nicht mehr angeboten wird, obwohl ja noch die Nachfrage da ist. Und wo eine Nachfrage besteht, sollte auch ein Angebot sein. Und was sich vielleicht auch einige fragen, wie wirkt sich das jetzt auf meine Partnerschaft mit TryHard Plus aus? Aus meiner Sicht ändert sich da jetzt eigentlich erstmal gerade nichts. Gerade wenn neue Produkte wieder auf den Markt kommen sollten, werde ich diese natürlich testen für euch und dann auch mein persönliches Feedback mit euch teilen. Was ich mir persönlich von TryHard Plus wünschen würde, wäre, also wenn sie ein neues Produkt machen, etwas in die Richtung Performance String, wie es ja auch bei Runtime angeboten wird. Der ist aber bei Runtime meiner Meinung nach nicht wirklich perfekt und sollte noch etwas verbessert werden und da TryHard Plus ja eigentlich schon den besten Game Booster hergestellt hat, denke ich, wären sie auch dieser Aufgabe gewachsen, einen Performance Drink, einen sehr guten Performance Drink herzustellen, der sich so zwischen Energy und Game Booster einreiht. Jetzt heißt es
jetzt aber erstmal abwarten und Gaming Booster trinken. Wer kennt nicht das alte Sprichwort, lul? Ja, was haltet ihr eigentlich von dem Ganzen? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst uns da in der Kommentarfunktion ein bisschen drüber austauschen, ein bisschen diskutieren. Bin sehr gespannt auf eure Nachrichten. Oder schreibt auch gerne einfach in die Kommentare, was ihr euch von Trial Plus als nächstes wünscht. Also, wenn sie jetzt wirklich in Zukunft nicht mehr die Gaming Booster herstellen sollten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keins meiner Videos zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss.